Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen auch zu meinem Vortrag. Ich freue mich, dass ich hier referieren darf. Die Energiewende wird nicht ohne Sektorkopplung funktionieren. Und die Sektorkopplung kommt nicht ohne Energiespeicher aus. Von daher ist das Thema, meine Damen und Herren, Speicher, das Thema ist nicht was für das Jahr 2030, 40 oder 50. Das Thema ist brandaktuell und muss heute auch entsprechend angegangen werden in den politischen Rahmenbedingungen, weil sonst funktioniert die Energiewende hinten und vorne nicht. Ja, ich freue mich sehr, Herr Dröge, Präsident vom Eudesolar, hat angefangen mit dem 1.12. vor 100 Jahren. Soweit möchte ich nicht zurückgehen, aber doch, weil der Platz für mich auch historisch ist, auch genau dieser Platz hier. Am 1.12.2009 ist der erste Artikel über Power to Gas erschienen, und zwar in der Süddeutschen Zeitung. Das war der erste Bericht, nachdem ich hier im November 2009 auf der vierten IRIS-Tagung, die wir hatten, halt genau an diesem Platz zum ersten Mal halt meine Doktorarbeit vorgestellt habe, und darin war das neue Thema Power to Gas da. Und ich erinnere mich noch genau, der Saal war brechend voll, da hinten saß ein Herr aus England, der gesagt hat, what do you need, how much money do you need to go on? Und dann dachte ich mir, okay, also über das Geld alleine ist es dann nicht, aber danach habe ich Hermann Scher getroffen draußen im Foyer, und er hat gesagt, ja, bei diesen neuen Ideen ist es immer so, wirst am Anfang bekämpft, also wirst du für verrückt erklärt werden, dann wirst du bekämpft und am Ende sagen alle, das haben wir so gebraucht. Was haben wir damals vorgestellt? Eigentlich im Grunde nichts großartig Neues, wir haben einfach nur Wasserstoff nochmal weitergedacht, nämlich in Verbindung mit CO2, um dann ein Problem der Speicherung von 2-3 Wochen Energie auf der Stromseite, was damals noch nicht ausgefochten war, auf der Gasseite zu lösen. Ja? Und darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Infrastruktur haben mit 440.000 Kilometer quer durch Deutschland, mit entsprechenden Speicherkapazitäten über 3 Monate. Und das bekommen wir halt über den Kniff der Methanisierung hin. War damals noch absolut exotisch. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis das hochgelaufen ist. Jetzt gibt es 20, 30 Anlagen. Wir sind da nach wie vor auch Pioniere. Aber das Ganze ist nicht ganz einfach. Und es hängt unter anderem auch an den Rahmenbedingungen. Ich darf zu Ihnen heute reden über Power to X, weil aus diesem, damals haben wir es erneuerbares Methan genannt. Mir war es total wichtig, bei dem erneuerbar zu bleiben. Ich habe das Wort Windgas in die Welt gesetzt, damit das mit Wind und Gas grünes Gas ist und nicht Erdgas, fossiles Gas, sonst was. Es hat sich dann halt im Fachjargon Power to Gas durchgesetzt. Ich habe es Power to Methane am Anfang noch genannt, dann war es irgendwann mal vereinfacht Power to Gas. Aber daraus hat sich eine ganze schöne Sache entwickelt. Irgendwann kamen dann die ersten Ideen mit Power to Heat, dann Power to Chemicals, Power to Liquid. Jetzt sprechen wir von Power to X. Und das Ganze möchte ich einordnen eben auch. Da haben meine Vorredner schon großartige Arbeit geleistet. Ich kann noch ein kleines i-Tüpfelchen draufsetzen, eben mit der Aussage, dass wir keine Sektorenkopplung ohne Energiespeicher hinbekommen. Und dann möchte ich ein bisschen auch auf das Thema Strom-Wärme, Christian Dötsch, auch eingehen. Mobilität, hat Volker Quaschnik schon angesprochen, dann halt auch noch ein bisschen was zu Gas und Chemie. Und am Ende zeigen, dass das, was Volker Quaschnik für Deutschland gerechnet hat, haben wir jetzt mal global gerechnet. Wie schaut die globale Energiewende aus, wenn wir nicht nur Deutschland dekarbonisieren, sondern global. Und zwar ohne das, was momentan favorisiert wird, um das Pariser Klimaziel einzuhalten, COP21 mit und COP22, dass wir, weil die Klimakollegen, gerade aus Potsdam und rund um den Globus, sagen jetzt, wir schaffen es nicht mehr ohne negative Emissionen. Heißt, wir schaffen es nicht mehr ohne CCS, ohne Biomasse, ohne irgendwelche Chemiesachen in die Atmosphäre, in die Ozeane zu pumpen. Und da sagen wir entschlossen, nein, wir schaffen es. Und zwar in der Kombination Speicher und erneuerbare Energien. Das möchte ich Ihnen ganz am Ende noch zeigen. Gut, aber zunächst mal zur Debatte. Was ist eigentlich Sektorenkopplung? Das Ding, das Wort ist irgendwann mal aufgekommen, so zur Lösung der Überschussprobleme, die wir haben, aber es ist doch viel, viel mehr. Ja? In der Sektorenkopplung, wir haben es auch in unserem Buch so publiziert, Sektoren, weil es sind 2 Sektoren, die man miteinander koppelt. Man kann einen einzelnen monogamen Sektor nicht mit sich selbst koppeln. Leider hat das Bundeswirtschaftsministerium ein bisschen anders gesehen und hat nur Sektorkopplung in der Sprachregelung eingeführt. Deswegen sprechen wir jetzt über Sektorkopplung. Die NRWler, die Energieagentur und viele andere im VDI sind wir bei den Sektoren. Aber um was geht's? Ich verheirate 2 Sektoren und Sie werden merken, was vorne immer steht: Strom-Wärme, Stromverkehr, Strom-Gas, Strom-Chemie. Strom wird zum Nukleus der Energieversorgung, Strom wird zur Primärenergie. Das hört sich in den Ohren der Thermodynamiker grausam an, die Edelenergie, Strom irgendwie für was anderes zu verwenden. Aber meine Damen und Herren, wenn schon so viel Wind und Sonne da ist, die auch noch sehr günstig sind, dann sollten wir die auch nutzen. Und zwar auch in den anderen Sektoren.
wie definieren wir es? Ich erspare es Ihnen die wissenschaftliche Definition, die steht im Buch. Ich möchte es an dieser Grafik erklären. Vom Stromsektor geht alles aus, nicht alle Macht, aber doch sehr, sehr viel. Angefangen bei der Sonne. Die Sonne wandelt uns über die Photovoltaik und Wärme halt in Strom und Wärme um. Dann treibt die Sonne die Meereszyklen an, die Meeresenergie, die Wasserkreisläufe, die Wasserkraft, treibt die Biomasse an, treibt die Windenergie an. Also von der Sonne geht alle Energie aus und landet dann am kostengünstigsten im Stromsektor. Von dort sollten wir die Stromspeicher einsetzen, die sektoralen Speicher. Wir haben einen Wärmespeicher im Wärmesektor, wir haben einen Tank oder eine Batterie im Auto oder im Mobil, wir haben einen Gasspeicher im Gassektor und einen Rohstoffspeicher in der chemischen Industrie und nicht energetischen Verbräuchen. Und die Idee der Sektorkopplung ist jetzt quasi, die Sektoren miteinander zu verbinden. Da haben wir eine ganz alte Technologie der Sektorkopplung, das ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Die sollte zukünftig flexibler sein und natürlich auf Basis erneuerbarer erfolgen. Dann haben wir aber auch den wichtigen Pfad der Wärmepumpe und Power-to-Heat als direkte Stromheizung. Hatten wir in den 70er Jahren auch schon mal, als die Kern- und Atomkraftwerke zu dumm waren, wirklich in die Produktion oder ihre Erzeugung dem Verbrauch anzupassen. Das ist was, was wir wieder aufleben lassen. Und da bin ich völlig bei dir, Christian Deutsch, dass wir da das als ersten Punkt nehmen, bei Efficiency First, ja. Aber da kam vorher schon zu Recht der Einwand. Ja, das ist zeitlich und örtlich begrenzt mit dieser Wärmesenke, also ein wichtiger Schritt, aber auch nicht alles. Dann gibt es eben noch den Weg in den Gassektor, sei es jetzt Wasserstoff oder Methan, beides funktioniert und hat seine Vor- und Nachteile. Da können wir dann wieder Strom draus machen und das war die große Aufgabenstellung vor 4-5 Jahren, wo uns keiner geglaubt hat, dass wir wirklich 100% erneuerbare Energien schaffen. Ja? Und das war eine der Antworten. Wir können auch europaweit uns vernetzen über Desertec und was damals alles noch diskutiert wurde, heute nicht mehr diskutiert wird, und das Problem genauso lösen. Und aus dieser Zeit kommt dieser Begriff Power-to-Gas. Und deswegen denken viele noch immer ganz schlechte Effizienz, ganz hohe Kosten, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber das war einfach nur, um zu zeigen, diese 2-3 Wochen, die Lücken, die wir haben, die können wir füllen. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter und begreifen Power-to-Gas auch als Sektorkopplungstechnologie in den Wärme, auch wenn das viel Energie kostet und nicht so effizient ist. Ich zu Hause wohne zur Miete, ich kann mir leider keine effiziente Wärmepumpe kaufen. Was machen wir denn? Das ist immer das, was ich an der PV-Branche nicht so gerne mag. Man denkt immer nur in Häusern und sagt dann Eigenheim, alles wunderbar. Meine Damen, meine Herren, wie viel haben denn ein Eigenheim von Ihnen? Ja, ich nicht. Ich habe eine Gasheizung, ich kann gar nichts machen, außer dass ich grünes Gas beziehe. Und da beziehe ich mir lieber Windgas. Gott sei Dank hat das Greenpeace Energy aufgenommen. Die verdienen jetzt mittlerweile mit ihren 15.000 Windgaskunden mehr Geld als über den Verkauf von Ökostrom. Ja? Also das ist eine Möglichkeit. Ich bin einer der 50% der Haushalte, die einen Gasanschluss haben und eine Gasheizung haben. Das ist meine Möglichkeit, erneuerbare Wärme zu beziehen. Ich kann auch in die Mobilität gehen. Ein schlafender Riese meines Erachtens, die Gasmobilität. Ich kann auch direkt in den Verkehr gehen. Dann werde ich später noch eine Grafik haben, was passt sich wann wie durch. Ich kann auch Kraftstoffe draus machen, Power to Liquid. Und ich kann auch in die Chemie gehen, um dort eben, wie vorher schon angesprochen, Plastik, Düngemittel, alles Mögliche herstellen, was wir heute aus Öl und Gas uns hervorzaubern in der Chemie. Von dort kann ich dann auch wieder weitergehen, also über den Gassektor erstmal Wasserstoff machen, dann in die Infrastrukturkette mit reingehen über fossile Kraftstoffe und dann die fossilen Kraftstoffe ein Stückchen grüner zu machen über die bestehenden Verbrennungsmotoren. Ist nicht sonderlich effizient, aber wie wir vorhin gesehen haben, die Mehrheit der Menschen hat momentan eben noch diesen Verbrennungsmotor, den wir über kurz oder lang loswerden sollten. Und das nimmt heute schon Züge an. Ich habe gestern einen Abteilungsleiter gehört von Regensburg, Continental, so ähnlich wie Bosch, macht Zulieferung Automotive, 1000 Leute in der Entwicklung von Motorsteuerungen dran. Jetzt haben die Zielvorgabe, bis Juli nächsten Jahres, innerhalb von einem halben Jahr, 10% der Belegschaft zu entlassen, weil der Wandel jetzt schon im Gange ist, weil jetzt schon klar ist, dass die Verbrennungsmotorspezialisten nicht mehr gebraucht werden. Und das ist unser Problem, warum wir die Elektromobilität als Bundesrepublik größtenteils verschlafen haben, weil wir so fest zementiert sind auf diesem fossilen Pfad. Und deswegen ist meine Prognose, wenn Sie sich nicht umschauen, dann wird halt Audi, Daimler, VW zum nächsten E.ON und RWE. Aber das wollen wir mal nicht hoffen für unseren Industriestandort. Gut, ähnliche Darstellungen hatten wir schon heute, diesmal jetzt ein bisschen quantifizierter. Primärenergie, Endenergie, Nutzenergie, was geht rein? Stromwende sind wir bei 30%, Wärme ist deutlich mehr vom Kuchen, aber gerade mal 10% erneuerbare. Verkehr, grausam. Nur 20% der Energie, die ich reinstecke, wird auch wirklich genutzt, mit Ausnahme den elektrischen Antrieben. Also
ganz schlechte Nutzungseffizienz. Und im Chemiesektor haben wir 260 Terawattstunden, die vor sich hinschlummern und nach wie vor fossil sind. Sektorkopplung heißt, oder Energiewende heißt zunächst mal, dass diese Kreise alle kleiner werden, wir insgesamt energieeffizienter werden, muss auch sein, weil wir nicht beliebig viel Wind- und Solarenergien ausbauen können, das hat dann irgendwann mal Akzeptanzgrenzen, und dass wir die ganzen Sektoren miteinander verbinden, über die Wärme, Strom-Wärme, Stromverkehr, Stromchemie, so wie ich es vorhin schon skizziert habe. Ja, bisschen einfacher, wir müssen hier unten auf den Verbrauch. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um die Haushalte und nicht ums Eigenheim, es geht auch um Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung. Wir haben hier sehr viel investiert, sehr viel erforscht, wir haben Wind und Sonne ausgebaut, noch und nöcher, wissen mittlerweile, dass als einzige Flexibilität noch irgendwo Gas dazu passt von den Kraftwerken und Blockheizkraftwerken, aber keinenfalls Kohle oder Atom. Aber wir haben uns um diesen Zwischenteil leider viel zu wenig gekümmert. Und wenn wir uns darum gekümmert haben, dann haben wir uns hauptsächlich auf das Thema Netze konzentriert. Und hier in Berlin im Wirtschaftsministerium ist halt einfach der oberste Glaubenssatz, der Markt richtet alles. Und deswegen folgt das zweite oberste Glaubenssatz, die Netze brauchen wir, und die brauchen wir, da bin ich auch vollständig bei. Ja? Aber man setzt nur auf Markt und Netze. Und alles andere blendet man aus und sagt, erst wenn das gemacht ist, dann kommt das Nächste. Und ich sage halt sowohl als auch. Nicht das eine, dann das andere, sondern beides redundant angehen. Ja? Die Konsequenz, weil das mit dem Netzausbau nicht so vorangeht, ist, wir bauen jetzt mal weniger Erneuerbare aus. Und in den Zeiten, wo wir Volkers Quaschnings Grafiken sehen, wissen wir, das ist genau der falsche Weg. Wir brauchen deutlich mehr als wir weniger. Ja? Und die Frage Zentralität versus Dezentralität hat man jetzt auch geregelt. Man fährt eher ein zentralistisches System, weil man das aus der Vergangenheit einfach so gut kennt. Gut, dann haben wir viele, viele Studien geschrieben, die auch auf mein Hub gehen. Tut mir leid, dass ich vor 5-6 Jahren angenommen habe in meinen Rechnungen, dass wir 8 bis 10 HGÜs bauen quer durch Deutschland. Würde ich heute anders machen. Habe damals auch noch in Kassel gelebt, jetzt lebe ich in Bayern. Da versucht man viele Sachen irgendwie auszusitzen, was dann die Studenten wieder demotiviert. Auf alle Fälle haben wir auch, Gerd Rosenkranz ist da, das war noch vor deiner Zeit für die Agora, auf Bitten von Rainer Barke eine Studie über Speicher geschrieben, auch mit Kollegen Sauer zusammen und anderen, Moser und Rethans. Da hat die Presse dann leider diese Schlagzeile draus gemacht. Und haben wir gesagt, verdammt nochmal, das ist genau das, was wir nie transportiert haben wollten. Wir brauchen keine Speicher, das ist völliger Quatsch. Wir brauchen vielleicht keine Stromspeicher, ja. Und zwar, das ist aber auch wieder völliger Humbug, diese Aussage. Ja, Journalisten verkürzen immer, ja, viel zu sehr. Die eigentliche Aussage ist, wir brauchen vorerst keine neuen Stromspeicher, weil wir den vollen Netzausbau annehmen und dass alle anderen Flexibilitäten verfügbar sind. Ja. So, und das ist leider ein bisschen an der Realität vorbei, aber auf dieser Aussage basiert die ganze Politik zu speichern. Ganz schön der Wissenschaft auf den Leim gegangen, beziehungsweise ja, wir haben es halt nicht gerechnet anders. Der gültige Grundsatz ist natürlich, Netze sorgen für einen räumlichen Ausgleich, Speicher für den zeitlichen Ausgleich, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein riesen Netzfan, ich will auch Trassen nach Bayern sehen, habe ich immer sehr für gekämpft, aber es ist nur eine Sache und eine andere ist die der Speicherung und die brauchen wir genauso. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie ist es denn ausgegangen, diese ganze Thematik, wir setzen alles auf die Karte Netzausbau. Bis 2015, 16 haben wir 500 Kilometer gebaut. Geplant sind momentan im Schnitt 2000. Da sollten wir momentan sein. Und wir schieben das einfach immer schön weiter nach vorne. Jetzt haben wir dann im Jahr 2024, 26 irgendwann 4000 neue Trassenkilometer. Und ja, es sollte so kommen, aber es kommt halt nicht so derzeit. Ja? Und wir hätten schön Netz Endknotenpunkt gehabt in Gundremmingen, wo die Hälfte des bayerischen Strombedarfs ist, Schwaben, Oberbayern, die meiste Bevölkerung, die meiste Industrie. Jetzt hat man aber gesagt, wahltechnisch ist das jetzt irgendwie verbaut. Machen wir es mal über Oberpfalz-Niederbayern, weil da viel weniger Menschen wohnen und weniger Wähler wohnen. Jetzt landet das dann in Landshut, wo wir so viel Photovoltaik in Niederbayern haben und auch kein Mensch den Strom braucht. Jetzt brauchen wir nochmal zusätzlich 50 Kilometer nördlich von München, damit der Strom dann endlich nach Oberbayern rüberkommt, wo er gebraucht wird. Also das versuchen Sie mal wirklich den Leuten zu erklären. Und interessant ist, dass die Kollegen von 50 Hertz auch ausrechnen, so einen gewissen Sockel an Netzausbau brauchen wir. Aber ob wir dann nochmal 1000 Kilometer mehr brauchen, in einem stark offshore getriebenen zentralistischen Szenario, oder Prosumer, jeder hat eine Solaranlage zu Hause und einen Batteriespeicher, da liegen 1000 Kilometer dazwischen Netzausbau. Ja? Also man kann nicht immer sagen, Netzausbau ist das günstigste. Und vor allem
Vielleicht ist es das auch, ja, technisch, wirtschaftlich, aber gesellschaftlich großes Fragezeichen. Wir zahlen das mittlerweile auch richtig schön mit, der Redispatch, die Einspeisekosten, wir bringen einfach nicht das Gesetz, der Markt regiert alles, können wir nicht unterschreiben, weil halt der Strom im Norden verendet und im Süden teuer erzeugt werden muss. Die Kosten bis zu 1 Milliarde jedes Jahr. Und mich erinnert das an den PV-Boom, an dem, damals halt auch die Photovoltaikbranche den Rachen nicht voll bekommen hatte und immer wieder am Umweltministerium vorgejammert hat, ah, wir sterben, wenn er die Vergütung absenkt. Und das Lied, das Ende des Liedes kennen wir, explodierende EEG-Umlagekosten, und seitdem ist die Energiewende gedeckelt. Wirklich, seitdem ist es gedeckelt. Und wir hatten es damals versucht, in den Leitstudien vorausschauend mitzuteilen, und der Kollege, der die EEG-Umlage gerechnet hat, der Bernd Wenzel, hat dann 2011 das Handtuch geworfen, weil er gesagt hat, ich habe keine Chance, ich komme nicht gegen die Lobby an. Naja, also sowas droht uns ein bisschen wieder, wenn wir so wollen, und deswegen sollten wir die Sektorkopplung als Redundanz angehen, die Ventile öffnen. Beispielsweise, warum nicht den teuren Strom, den wir vergüten, aber nicht nutzen, zulassen, dass wir dort Power-to-X-Anlagen bauen. Das heißt jetzt Power-to-Heat, was jetzt erlaubt ist, wieder nicht technologieneutral, sondern auch meinetwegen Power-to-Gas etc. Warum das nicht dort in den Einspeisemanagementgebieten erlauben? Ja, Sektorkopplung ist bisher auch noch relativ wenig erforscht. Wenn Sie sich das anschauen, wir haben viel in Wind-, Solar- und Biomasseforschung reingesteckt, einiges noch immer auch für mich nicht verständlichen Gründen in die Atomkraft, dann natürlich einiges noch in die Speicher- und Stromnetzforschung, Energieeffizienz, aber halt das Sektorkoppelnde, systemtechnische, übergreifende ist bisher noch nicht wirklich weit erforscht. Wir brauchen Forschung weiter, aber bei den Speichertechnologien sind wir so weit, dass wir jetzt wirklich auch in den Markt könnten. Und in unserer Datenbank sehen wir halt, dass vor allem Power-to-Heat richtig massiv ausgebaut wurde im Megawatt-Maßstab. Es gab natürlich einiges auch an Hausbatteriespeichern, die jetzt aus dem Boden geschossen kamen, und Batteriekraftwerken. Power-to-Gas ist da mit 30 Megawatt noch immer der kleinste Posten. Aber Sie sehen, eigentlich ist die Speicherentwicklung in Deutschland relativ positiv. Kommen wir gleich zu Power, zu Strom, Wärme, Wärmekopplung. Wurde schon angesprochen, zentrale große Wärmespeicher, wie beispielsweise hier in Nürnberg. Die Nürnberger können das ganze Wochenende ihr 900 Megawatt starkes Fernwärmenetz ohne zusätzliche fossile oder biogene Feuerungsanlage befahren. Sie können am Wochenende mit sehr viel Photovoltaik auch direkt ihren Strom in diesen Speicher verheizen. Wäre natürlich schöner über eine große Wärmepumpe, aber kostenmäßig ist das das, was sich momentan ergibt. Und wird auch vernünftig gefördert. Wie gesagt, alles gut und schön sollen wir machen, aber Power-to-Heat hat einfach definitiv seine zeitliche und räumliche Begrenzung. Wohin mit der, wenn Sie jetzt mal einen richtig starken Sturm im Sommer haben und keiner braucht Wärme, was bringt Ihnen dann Power-to-Heat? Nix. Ja, ist zwar kostengünstiger und vor allem ist es auch One-Way, aus der Wärme wieder zurück in den Strom. Ein paar Versuche habe ich jetzt gesehen mit Temperaturen von 13, 14, 1500 Grad Celsius, aber da sagen dann die Materialforscher wieder, da steigen wir irgendwann mal aus. Also, begrenzt. Sektorkopplung konkret zu Hause. Ja, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, dass wir hier das EE-Wärmegesetz ist nach wie vor nicht technologieneutral. Das Wirtschaftsministerium redet immer darüber, dass wir Technologieneutralität brauchen, aber de facto schaut es so aus, wenn Sie heute Neubau machen, NF mit dem EE-Wärmegesetz kombinieren, dann können Sie das nur mit solarthermischen Anlagen. Es steht im Gesetz drin, Nutzung von Solarstrahlung soll erlaubt sein. Und am Ende läuft es sich aber darauf hinaus, dass dann nur die Solarthermie steht. Ja? Obwohl es eigentlich auch wünschenswert wäre, dass ich nicht nur mein Haus warm mache oder mein Wasser, sondern dass ich über eine Photovoltaikanlage beispielsweise nicht nur meinen Eigenbedarf reduziere, erste Nutzung, zweite Nutzung vielleicht auch noch mein E-Bike lade oder zukünftig mein Elektroauto, dritte Nutzung mein Wasser warm mache oder auch Heizung unterstütze, vierte Nutzung überschüssigen Strom einspeise. Ja, das merken Sie schon, diese Nutzung hier ist viel, viel vielfältiger als wir mit der Solarthermie. Und die Solarthermie soll man machen, wo es möglich ist. Aber es ist momentan so, dass es nicht mehr erlaubt ist oder angerechnet wird, dass Sie da überhaupt reinkommen. Also da scheitert die Sektorkopplung schon zu Hause. Ja? Und wir haben es mal ausgerechnet, was eigentlich passiert. Photovoltaik kann eben die drei Sektoren dekarbonisieren. Dadurch können Sie deutlich mehr CO2 einsparen als über die solarthermische Anlage, weil Sie einfach drei Sektoren dekarbonisieren. Das schaffen Sie mit der solarthermischen Anlage nur ein. Ja, und zwar auf der gleichen Fläche, für 6 Quadratmeter haben wir es mal ausgerechnet.
Und das Problem bei der solarthermischen Anlage, ja, die ist technisch effizienter, kann die Solarstrahlung besser aufnehmen, auch nur wenn das Wasser richtig schön kühl ist, hat im Jahresmittel hier bei unseren Berechnungen 40% Effizienz, das ist besser wie bei der Photovoltaik mit 20%, aber im Sommer geht mir auch eine ganze Menge Energie flöten. Das gleiche Problem, Haufen Wärme, Haufen Sonne im Sommer, kein Mensch braucht die Wärme. Und vom Sommer in den Winter zu bringen, also da sind wir mit den thermischen Wärmespeichern zu bezahlbaren Kosten leider noch nicht so weit. Ja. Wenn Sie sich dann das anschauen, wie viel CO2 kann ich durch die Solarthermie einsparen auf gleicher Fläche, ist deutlich weniger. Da sind wir hier bei irgendwie 100, 200, ja 100 Kilo pro Monat CO2, die ich einsparen kann über die gleiche Fläche Solarthermie im Vergleich zu 500, 600 Kilogramm CO2, die ich einsparen kann über die Photovoltaikanlage. Also hier auch wieder Gleiches zulassen. Ich sage nicht, das eine ist besser für das andere oder sonst was, aber einfach nur Technologieneutralität von technologieneutrale Nutzung von Solarstrahlung wäre erstrebenswert. Ja. Dann gibt es ein weiteres Thema in Strom-Wärme, was bisher nicht erlaubt ist oder kaum läuft. Gab diese verrückte Idee, dass von uns in der Nähe, in der Oberpfalz, ein Windkraft-Türme-Bauer Max Bögel gesagt hat, hey, ich nutze meinen Turm auch als Wasserreservoir, weil die Menschen, so ein See auf dem Berg ist unnatürlich, im Tal ist okay. Ja, und dann hat er sich Folgendes überlegt. Er hat sich überlegt, dass er hier in seine Türme so einen Speicher, Wasserspeicher einbaut. Den baut er mit sehr, sehr dünnen, wenig Materialverbrauch, treibt hier ein Plastikrohr durch, hat also wenig Aufrissarbeiten, macht ein kleines Pumpspeicherkraftwerk daraus und hat hier dann einen See. Ja, soweit, so gut. Die Idee dann hat es geheißen von der Genehmigungsbehörde, den könnte er dann aber nicht mehr für Fische hernehmen. Dann hat er gesagt, hey, dann machen wir da Wärmetauscher rein und ziehen aus dem Wasser einfach Wärme raus als Wärmequelle für eine Wärmepumpe. Hat den Effekt, dass er das Ganze als großen Eisspeicher im Endeffekt nutzt und dadurch halt allein aus den Windkraftanlagen ein Dorf komplett oder eine Stadt komplett versorgen kann mit Strom und Wärme. Und zwar ohne Verbrennungstechnik. Genau da, wo wir hinwollen. Ja? Kraft-Wärme-Kopplung mit Windenergie, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Ja? Und zwar auch effizient. So soll das ausschauen. Die haben jetzt in Baden-Württemberg, wo Stuttgart 21 gibt und Schluchsee, ich war da überall dabei, ja, haben die das geschafft, dass sie in 2-3 Jahren die Genehmigung bekommen. Wie haben die das hinbekommen? Die haben sich eine Anwältin genommen, die gegen den Frankfurter Flughafen gekämpft hat, von der Gegenseite. Dann hat die gesagt, wir machen jetzt nichts Öffentliches, wir gehen jetzt erstmal zu BUND und NABU nach Stuttgart und zum Umweltministerium und sprechen mit denen. Haben sie gemacht, informiert, dann kam ein Schattengutachten, Schallgutachten, alles auf die Webseite, Bürgerentscheid mit 60% gewonnen. Letztendlich bauen sie jetzt nicht 6 Anlagen, sondern 4 Anlagen, also auch wieder weniger Belastung und alles harmonisch. Jetzt wären die weltweit größten Windkraftanlagen onshore mit fast 300 Metern in Baden-Württemberg gebaut. Ja? Also wir können schon, wenn wir wollen und wenn wir es richtig angehen, wir müssen nicht immer die Kultur des Verhinderns haben, so wie beim Netzausbau oder sonst wo. Gut, da sind wir jetzt auch bei 15 Milliarden Mehrkosten. Das ist ja, wenn ich in Berlin bin, sage ich immer ganz gerne, ihr wisst nicht, wann der Netzausbau fertig ist und wie teuer das er wird. Mit der Erdverkabelung kommt euch das bekannt vor aus einem anderen großen Projekt in Berlin. Aber gut. Also, sowas ist möglich. Ja. Und dann haben die sich gedacht, okay, sowas könnte man eigentlich auch für die Häuselbauer zu Hause anbieten und so einen Eiswärmespeicher integrieren von einem Haus oder halt bei Firmenzentralen. Und der Vorteil ist halt wirklich, eine Luftwärmepumpe ist zwar billig, aber ist saulaut. Ja. Wir möchten sie nicht im Vorgarten haben. Eine Erdwärmepumpe, müssen sie Glück haben, dass sie in den Boden reinkommen. Und das ist eine Zwischenlösung, wo sie halt quasi hier eine Wärmequelle haben in ihrem eigenen Garten. Gut. Wo liegen die Hemmnisse, weil die Blockaden gefragt wurden? Ja? Wo liegen die Hemmnisse? Sie müssen heute auf Eigenverbrauch ab 10 kWh zahlen, drunter geht's, dann müssen Sie noch immer Umsatzsteuer zahlen. Wir haben eigentlich keine Erlaubnis für Photovoltaik im EEG-Wärmegesetz. Das heißt also, eine sektorkoppelnde, CO2-klimaschonende Nutzung der Photovoltaikanlage wäre heute ist wirklich sinnvoll, in Kombination mit Wärmepumpe und Elektromobilität, aber aufgrund von der Gesetzgebung ist es unwirtschaftlicher, als wenn Sie einfach nur produce and forget, eine PV-Anlage installieren und Strom einspeisen, egal wo die Fluktuationen landen. Ja? Und der Ansatz, den wir beim VDE mit den zellularen Netzen immer versorgen, ist, dass wir das Problem an der Wurzel lösen. Das wäre hier genau die Antwort. Ist aber heute nicht möglich. Ja? Das EEG-Wärmegesetz ist nicht technologieneutral und das EEG lässt sowas auch nicht zu oder nicht wirtschaftlich zu. Dann,
bei der Kraft-Wärme-Kopplung mit Wind, schöne Idee. Wäre eigentlich toll, dass ich Wind nicht nur als Strom denke, ja, sondern auch als Wärme oder Chemie oder sonst was. Wird aber vom Gesetzgeber verhindert, weil er sagt, nee, Wind ist nur für Strom da. Und wenn ihr nichts was anderes macht als Strom, dann dürft ihr das nicht kombinieren, ihr müsst euch entscheiden. Ja? Also ich kann keine Kraft-Wärme-Kopplung mit Wind machen, wenn ich jetzt in die Ausschreibungen gehe, weil wenn ich das mache, dann muss ich wieder volle EEG-Umlage zahlen. Da ist wirklich eine Riesenangst im Wirtschaftsministerium, dass keiner mehr das System EEG finanziert. Und deswegen ist man bei allen Innovationen erstickt beim Keim. Das ist für mich ein Armutszeugnis an das industriepolitisches Land. Ja? Das heißt, das EEG unterbindet die Sektorkopplung, muss man wirklich so sagen. Was wäre eine Lösung? Es gibt da immer diese hasserfüllte Debatte, wer zahlt jetzt was? Und das ist absolut unsolidarisch, wenn jetzt der PV-Anlagenbesitzer keine Mineralölsteuer mehr zahlt und dann auch keine G-Umlage, bla bla bla, bliblablub. Lassen Sie uns einfach nur eine Endenergieverbraucherabgabe machen für alles. Ja? Und dann dazwischen, wo wir die Energie hin und her schieben, das sollte uns doch eigentlich egal sein. Im Endeffekt müssen wir das System finanzieren, aber das ist genau die goldene Frage, wie wir das finanzieren und wie wir die Umlagen gestalten. Ein, zwei Worte zur Mobilität, Sektorkopplung, Strommobilität, wurde schon viel angesprochen. Ich liebe diesen Film, wo Herr Musk seinen Tesla vorstellt, weil er fängt als einziger CEO weltweit damit an und sagt, hier haben wir die CO2-Kurve und der Klimawandel ist ein Problem. Wir haben die Emissionen und ich liebe es nicht, wenn ich mit meinem Fahrrad hinter Regensburger Altstadt hinter so einem stinkenden Altstadtbus hinterherfahre, ja, mit Diesel, Euro 6 Norm, schön gefaked. Nichts wird da abgeschaltet an Reinigung oder halt hinter so einem Zweitakter. Ja, wir schalten die Abgasreinigungen ab zur Schonung der Motoren, aber wir schalten die Verbrennungsmotoren in unseren Städten nicht ab, um unsere Gesundheit zu schonen. Das ist doch ganz schön schizophren. Und von daher war ich sehr froh, dass das jemand mal erkannt hat. Und ich freue mich auf den Tag, wo auch mein deutscher CEO von einem Automobilkonzern solche Folien auflegt und sagt, wir haben hier ein Problem und wir haben ja auch eine Lösung. Ja, also die kommt, da sind wir uns relativ sicher. Die Frage ist, wie und wie viel, bin mir aber auch relativ sicher, wenn die mal auf Reichweiten von 500, 600 Kilometern kommen, dann wird es mit der Wasserstoffinfrastruktur schwierig, weil die auch sündhaft teuer ist. Wo ich etwas skeptisch bin, ist der LKW. Oberleitungen für LKWs, ja, da müssen Sie das gleiche Personal wie bei der Deutschen Bahn aufziehen, weil wenn mal ein Baum drauf fällt und halt die ganze Autobahn steht, weil die Oberleitung runter ist, und so weiter und so fort. Das ist für mich ein bisschen ein Déjà-vu beim Netzausbau. Wir können es schön rechnen in unseren Warnräumen mit unserem Simulationsprogramm, aber die Realität schaut dann oft dann auch ein bisschen anders aus. Von daher werden wir Stromkraftstoffe brauchen für Flug, Schiff, Langstrecke, Arbeitsmaschinen und Flächeneffizienz ist ein Riesenthema. Biokraftstoffe haben einen gewissen Hektarertrag, aber die Effizienz von Sonne zu Biomasse ist bloß 1%. Wenn wir von Sonne zu Photovoltaik gehen, sind wir bei 16-17%. Die Hälfte verloren über Power to Gas, sind wir noch immer bei 8-9%. Das heißt Faktor 8-9 besser als wie die Biomasse bezogen auf die Fläche. Und bei der Windkraft ist einfach das schöne Geheimnis dahinter, dass ich wirklich Energie und Landwirtschaft miteinander kombinieren kann. Ich habe keine Tankteller-Diskussion mehr wie bei der Biomasse. Ja, also die Anbaubiomasse sehe ich eher halt in sowas, Holzbau, wo wir wirklich Stahl, Beton ersetzen langfristig, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Abfallbiomasse etc., die werden wir nach wie vor energetisch nutzen. Und eine spannende Doktorarbeit, die gerade bei mir fertig geworden ist, wo wir halt uns das mal kostentechnisch angeschaut haben, inklusive aller Infrastruktur für Elektromobilität, Wasserstoff, sonst was, inklusive Strommarktsimulation, da kam raus, die Grauen sind die Fossilen, die müssen raus, bei den Kleinen, bei den Mittleren, bei den Großen, bei den Leichten, das können Sie nachlesen, ich komme nur auf die Gesamtergebnisse. Hybridisierung wird ein Riesenthema sein, Gasmobilität kommt nach unseren Rechnungen relativ stark raus, je nachdem wie Sie den CO2-Preis schieben. Irgendwann ist dann der Switch auch da von reinem Erdgas auf Power-to-Gas, so ab 2040 hier kostenmäßig. Die batterieelektrische Mobilität setzt sich auch deutlich durch, dann haben wir noch andere Hybride drin und die reinen batterieelektrischen Fahrzeuge haben hier letztendlich im Jahr 2050 einen Marktanteil von 30-40%. Das ist nicht so ein Extremszenario wie bei Volker Quaschning, aber halt angelehnt an den Zielen der Bundesregierung und sehr detailliert simuliert und auch mit Summa Cum Laude verteidigt. Doktorarbeit vom Tobias Trost, können Sie gerne nachlesen.
sehr spannend war für mich da wirklich die Verlinkung mit dem Stromsektor zu sehen und zu sehen, dass die batterieelektrische Mobilität stark in Konkurrenz zum Wasserstoff ist, aber gerade halt in diesem Schwerlast- oder beziehungsweise Langstreckensegment sich dann doch auch relativ viel Gas durchsetzt. Wenn Sie jetzt, da haben wir moderate CO2-Preise angenommen, wenn Sie jetzt von im Jahr 2050 von 100 Euro die Tonne, wenn Sie jetzt das hochschrauben auf 400 Euro die Tonne, desto stärker Sie die Daumenschrauben an Klimaschutz anziehen, desto mehr Elektromobilität passt sich dadurch. Gut, jetzt noch ein bisschen zum Power to Gas. Die Simulation ist schon auch 5-6 Jahre alt, aber sie hält sich, weil sie einfach zeigt, dass wir Überschüsse in Blau und Defizite in Rot haben und wir auch Lücken haben von 2-3 Wochen. Und diese Lücken können wir füllen, aber halt nicht mit den Pumpspeichern und nicht mit den Elektromobilen, die zwar doppelt so effizient sind, aber halt nicht die erforderliche Kapazität haben. Wir könnten noch nach Norwegen gehen. Norwegen ist aber, und Schweden ist aber dann wieder das Problem, dass sie innerhalb von Norwegen und Schweden massiven Netzausbau bräuchten, um diese Leistungen zu haben nach Deutschland. Und das ist bei denen genauso beliebt wie bei uns. Bleibt uns noch das Gasnetz mit seiner Kapazität und Leistung heute entsprechend mit 3 Monaten Puffer, die wir hätten, um über die Runden zu kommen. Und wie Sie da reinkommen, das kennen Sie alles, das war die erste Folie über Power to Gas. Nun hieß es immer, es ist viel zu teuer und viel zu ineffizient. Wir haben uns jetzt mal ein ganz wichtiges Speicherkriterium angeschaut. Bei Speicher geht es nicht bloß Elektronen rein, Elektronen raus, wie bei einer Batterie, sondern ich speichere ein, halte die Energie über eine gewisse Zeit, also verschiebe sie zeitlich und speichere sie wieder aus. Und da kommt genau der Effekt der Selbstentladung hinein. Wenn Sie eine Batterie laden und stehen lassen, schauen Sie sich Ihr Handy an. Ja gut, vor 10 Jahren haben sie noch länger gehalten, heute nicht wirklich lang, aber die Batterie entlädt sich von selbst. Das gleiche beim Wärmespeicher. Auch beim Pumpspeicher haben wir gewisse Verdunstung, aber auch nur im geringen Maße. Beim Gasspeicher haben sie fast keine Selbstentladung. Und das ist der entscheidende Kosten- und Effizienzvorteil, der sich hier durchpaust. Wie viel kostet es, eine Kilowattstunde zu verlagern? Im Bereich unter einer Stunde ist Batterien sind unschlagbar. Dann kommen aber die Pumpspeicher zum Zug. Die kann ich dann aber irgendwann nicht mehr groß genug bauen. Genauso ist es bei den Batterien. Kapazität ist sündhaft teuer. Ja, Sie stellen sich keine Batterie hin, die für eine Woche lang ihre Energie hält, weil die dann unbezahlbar wäre. Und da kommt halt dann Power to Gas durch in Kombination mit den Gasspeichern, weil die für relativ wenig Geld sehr verlustarm über lange Zeit Energie speichern können. Und das gleicht dann die Wirkungsgradverluste aus, die wir haben. Also immer Gesamtbetrachtungen, auch bei der Solarthermie etc. übers ganze Jahr Nutzungszyklen insgesamt betrachten. Ja, und aufgrund von diesen Effekten haben wir auch eine Studie für Greenpeace Energy angefertigt, wo wir sagen, was passiert denn, wenn wir auf dem fossilen Pfad bleiben und sehr viel Strom wegwerfen und fossiles Gas einkaufen müssen. Das ist deutlich teurer langfristig, als wenn ich auf den Windgaspfad setze, auf Power to Gas setze. Das kostet zwar heute etwas mehr, aber zahlt sich langfristig eben aus. Und das wäre auch die notwendige Entwicklung, die wir bräuchten, weil vorhin ist das auch schon angeklungen, es ist wie bei der Photovoltaik, wir stehen ganz am Anfang, wir bauen die Sachen mit der Hand zusammen. Ja? Bei den Batterien gibt es schon Automatisierung beim Stack und sonst was, aber bei den Elektrolyseuren null. Sie machen alles per Hand, ja? Weil es keinen Markt dafür gibt und das ist der Teufelskreis. Aber wenn es einen Markt gibt, dann sinken die Kosten und die Wirkungsgrade werden wir auch steigern, aber dafür ist eine gewisse Starthilfe nötig, damit sich ein Markt etabliert. Und ich war jetzt erst in Kanada beim Energieminister 1,5 Stunden und er hat einfach gesagt, ja, wir sind industriepolitisch aufgestellt, wir sind Industrieland, für uns ist es eine Zukunftstechnologie, wie sollen wir es denn fördern, sollen wir einen Einspeisetarif machen, sollen wir sonst was machen? Ich habe gesagt, machen Sie einfach nur die Barrieren weg, das wäre schon ausreichend. Also wenn wir es nicht machen und schnallen, sondern nur erfinden, entwickeln, erforschen und dann wieder wie bei den Batterien Richtung Japan abgehen oder sonst wohin, dann sind wir echt selber schuld dran. Ja? Das wäre jetzt unsere Chance. Also, Power to Gas ist viel, 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 viel mehr als ein Stromspeicher und bringt es eigentlich für mich unersetzlich in der Dekarbonisierung von Mobilität und Chemie. Weil die Wärmepumpe wird den Beitrag leisten, aber sie wird nicht alle erreichen. Genauso wenig wird das Elektrofahrzeug alle erreichen. Ja? Und wir werden auch nicht jeden Winkel der Welt mit Oberleitungs-LKWs vollziehen. Das wird nicht funktionieren. So, deswegen ist eben der Chemiesektor auch sehr, sehr interessant und spannend, wenn ich über Wind und Sonne Wasserstoff hergestellt habe und dann noch ein bisschen mit anderen Gasen kombiniere, dann kann ich mir jeden Kraftstoff dieser Welt ziehen, sei es jetzt Flugkerosin oder Diesel für unsere Schiffe. Ich kann mir Ethanol, Ethylen bauen, daraus alle möglichen Kunststoffe, PVC und so weiter und so fort. Und PE vor allem. Ich kann Methanol herstellen als Reinkraftstoff, als Rohstoff. Ich kann Ammoniak, Düngemittel herstellen. Also, und wir müssen ja wirklich dumm sein, dass das jetzt in
Holland erprobt wird mit einem günstigen Strom von uns aus Norddeutschland, wird jetzt in den Niederlanden eine Anlage getestet, die Düngemittel herstellt aus Wind und Luft. Wir haben sich einfach eine Ausnahmegenehmigung geholt vom Parlament, da war das überhaupt kein Problem. Ja? Und wir sind so realistisch und sagen, wir dürfen jetzt nicht die EEG-Umlage anfassen, weil sonst steigt die noch weiter. Naja, also alle Wege sind da, alle Wege sind offen zur Dekarbonisierung. Der richtige Startpunkt wäre, dass wir Power-to-X in Raffinerien bringen, Wasserstoff in die Raffinerien rein, wo heute aus Erdgas Wasserstoff erstellt wird und den ersetzen. Das wäre wirklich toll. Und das sollten wir auch in der BIMSCH und in den ganzen Rahmenbedingungen auch zulassen. Und dann kann hier auch ein Riesenmarkt entstehen, das ist wieder aus unserer Studie für die Agora Energiewende, dass das eigentlich das viel größere Thema ist, als wie das Thema Stromspeicher, über das sich alle immer streiten und reden und hindiskutieren. Das Dekarbonisierung, Verkehr, Chemie, da hat Power-to-X, Power-to-Liquid, Power-to-Gas seinen Platz. Ja, also Stromspeicher brauchen wir vielleicht vorerst relativ wenig, wenn wir die Netze bauen, aber halt für die Dekarbonisierung der anderen Bereiche brauchen wir doch sehr viel. Gut, wo liegen die Hemmnisse? Sie bekommen eine Entgeltbefreiung von den Netzentgelten, nur wenn Sie wieder ins Netz zurückspeisen. Wenn Sie jetzt damit ein chemisches Produkt oder irgendwas anderes machen, keine Entbefreiung von den Netzentgelten. Den Stromsteuer bekommen Sie nur befreit, wenn Sie selber produzierendes Gewerbe sind, industrieintensiver Betrieb. Aber so normale Bürgergenossenschaft, nein, bekommen Sie nicht. Die EEG-Umlage ist auf alle Fälle fällig, teilweise sogar doppelt zu zahlen. So, und jetzt sind wir alleine schon bei diesen Umlagen bei 12, 13 Cent. Ja, wenn wir dann Wirkungsgradverlust von 50% draufrechnen, dann sind wir bei 30 Cent. Alleine für die Umlagen, ja, 30 Cent pro Kilowattstunde Gas. Glauben Sie, ich halte damit Putin mit, der mir das Gas für 2 Cent liefert? Never ever. Ja, Sie können es nicht auf EE-Wärme anrechnen im EE-Wärmegesetz. Sie können es bisher auch noch nicht als Kraftstoff anrechnen. Soll jetzt kommen. Also das macht das Ganze unwirtschaftlich. Volkswirtschaftlich sinnvoll, betriebswirtschaftlich nicht. Und das Gleiche wie vorhin. Es steht § 27a. Sie bekommen nur eine EEG-Vergütung, wenn Sie keinen Eigenverbrauch machen. Und Sie dürfen es auch nicht kombinieren. Ja? Also Sie können jetzt nicht sagen, ich baue mir eine Windkraftanlage, auf dem gleichen Fleck Erde mache ich Windgas draus und Windstrom und will beides vermarkten. Geht nicht, ist nicht wirtschaftlich, ist nicht zugelassen. Ja? Richtig schön blockieren. EEG, und ist, ja, woran liegt das? Weil wir halt auch andere Kollegen haben, die halt Biomasse und CCS propagieren und dann sagen, das Power-to-Gas brauchst du nicht, weil CCS ist die große Zukunftstechnologie. Da bin ich nicht zu der Auffassung. Das EEG und System auf Stromspeicher sind auf Stromspeicher zugeschnitten. Es unterbindet die Sektorkopplung bisher. Das heißt, wir müssen die Barrieren zwischen den Sektoren beseitigen. Und ich kann Ihnen berichten, dass wir letzte Woche erst einen riesen Workshop hatten mit vielen Verbandsvertretern und im Wirtschaftsministerium, initiiert von der Abteilung Industriepolitik, wo dann das Referat für Strom vom Herrn Ried dabei war und auch das vom Herrn Herr dann, das Referat 2, wo ich einfach mal gesagt habe, ihr müsst mal innerhalb von eurem Ministerium die Abteilungen koppeln, damit die Sektorkopplung in Gang kommt. Aber da ist wirklich viel dran. Fakten auf den Tisch legen und dann diskutieren. Gut, zu guter Letzt, keine Dekarbonisierung ohne Sektorkopplung. Lassen Sie mich da noch ein, zwei Worte zu sagen, so wie ich es eingangs gesagt habe. Das Problem ist nicht nur bei uns in Deutschland, wir müssen Deutschland dekarbonisieren und auch wenn es da immer wieder die St. Florians-Anhänger gibt, gerade in Bayern, oh, was machen wir denn wir mit dem Kernausstieg, wenn die anderen noch weitermachen? Schmarrn, da sage ich als gestandener Katholik, du kannst nicht den Balken in den Split im anderen Auge sehen, wenn du selber so ein Brett vorm Hirn hast. Also wir müssen bei uns selber anfangen, ja, und daraus entwächst dann auch letztendlich ein Weltmarkt. Die Vorgabe vom WBGU für dieses Szenario war, dass wir Biomasse und CCS nicht machen, dass wir in der Kohle aussteigen bis 2030, dass wir Biomasse nur noch stofflich nutzen aus Klimaschutzgründen. Also die Abfallbiomasse hatten wir noch zur Verfügung. Was kommt dann raus? Also kommt raus, was Barke auch immer sagt, Wind und Sonne haben das Rennen gemacht, da hat er völlig recht. Es kommt global auch deutlich mehr Geothermie raus, weil das ist, meine Damen und Herren, auch eine sehr interessante Technologie für Power-to-Gas. 6.000, 7.000 Vollaststunden günstigen Strom. Wir importieren heute relativ viele Kraftstoffe. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wer akzeptiert denn dann, dass wir so viele Wind- und Solaranlagen haben? Ja, vielleicht könnte man einen Teil der Flüssigkraftstoffe, die wir heute brauchen, grüner Natur dann auch vom Ausland her importieren. Auf alle Fälle war dann interessant der Strommix, auch einiges an Power-to-Gas drin, aber vor allem Wärme. Da war ein Drittel der globalen Versorgung war Power-to-Heat, ja. Dann auch noch einiges Power-to-Gas. Im Verkehr fand ich sehr, sehr spannend, die Hälfte batterieelektrisch, aber die andere Hälfte hat sich kostenmäßig auf Gas und Flüssigkraftstoffe durchgesetzt. Ja?
Bei der chemischen Industrie bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wie über den chemischen Weg zu gehen, der chemischen Energiespeicher. Und dann schaffen wir es wirklich, die CO2-Emissionen runterzuziehen, um die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Eine wahnsinnige Herkulesaufgabe, da dürfen wir uns nichts vormachen, aber es ist machbar und schaffbar. Und da bin ich bei Volker Quaschning, lassen Sie uns das auch angehen. Und wir müssen aber zunächst mal unsere eigenen Hausaufgaben machen und ein paar Barrieren und Denkblockaden beseitigen. Wie ich vorher gesagt habe, erster Glaubenssatz im Wirtschaftsministerium, der Markt regelt alles. Zweiter, die Netze machen alles. Es gibt Gott sei Dank erste Szenarien, die uns zeigen, wenn wir auf dem bleiben, Markt und Netz, ein globaler Markt, viel Wind im Norden, dann brauchen wir 15 Stromtrassen, sehr, sehr viele Stromtrassen. Studie von Prognos und FAU Nürnberg. Wenn wir es aber auf viele regionale Märkte verteilen, mehr Erneuerbare vor Ort machen, die Wertschöpfung vor Ort halten, flexible KWK und Lasten und Speichern, Redispatchen und alles Mögliche einsetzen, dann bräuchten wir genau 0 Stromtrassen. Ja? Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Jetzt ist die Frage, was kostet das? Ja? Die zentrale Seite hat immer gesagt, das ist unbezahlbar, sowas Regionales. Jetzt wundert es mich, dass dann halt eine Frau, von der, die auch für die Monopolkommission arbeitet und die Prognos AG rausbekommen, dass diese zentrale Sache zwar in der Erzeugung mit erneuerbaren Energien günstiger ist, ja? Aber das ist auf der dezentralen teurer. Aber ich brauche nicht so viele Netze im dezentralen Szenario, ich brauche auch weniger Umlage, weil halt der Marktpreis höher ist. Also hier in dieser Untersuchung war das dezentrale Szenario günstiger als wie das zentralistische. Ja? Und solche Sachen haben wir kaum auf dem Schirm. Und jetzt sagen wir aber Augen zu und durch, wir bauen die Netze. Können wir machen, ich bin froh, wenn ein, zwei kommen. Aber ja, denken Sie dran, das ist nur eine Medaille, es ist auch noch die Gesellschaft mitzunehmen. Ja, und zu guter Letzt meine Handlungsempfehlungen, Lösungsrahmen erweitern. Nicht nur auf eine Sache fokussieren und dann auf Biegen und Brechen. Jetzt müssen aber erst die Netze gebaut werden, weil wenn wir jetzt mit den Speichern anfangen, dann kommt kein Netz mehr. Breiter denken, Redundanzen schaffen, Netze und Speicher, nicht erst Netze, dann Speicher. Und vor allem auch, die Sektorkopplung ist kein Letztverbrauch. Lasst die Sektoren untereinander sich koppeln, wie sie wollen. Am Ende müssen wir einmal Gebühren zahlen und einholen und dann war es das. Dann können wir auch die ganzen Debatten, die der Mineralölverband anschiebt, ja, wenn jetzt alles batterieelektrisch läuft, dann hatte der Schäuble keine Einnahmen mehr aus dem Mineralölsteuer. Ja, gut und schön, aber Sektorkopplung zulassen und dann einmal am Ende eine Abgabe verlangen. Technologieneutralität, die wir immer predigen, bitte diese auch leben, im EW-Wärmegesetz, im EEG, überall, wo es möglich ist. Und letztendlich haben wir hier auch eine riesige industriepolitische Chance, die man auch als Politiker, egal welcher Partei, nutzen sollte. Ja, warum mache ich das? Bin ich wieder bei Volker Quaschning. Wir haben halt genau eine Zukunft und die ist gemeinsam. Und das Bild schaut so schön romantisch aus, wenn nicht da das schöne Flüchtlingsboot da vorne wäre. Wir haben hier wirklich eine Riesenaufgabe vor uns und die müssen wir meistern, die können wir meistern, da bin ich überzeugt. Und wir werden sie aber nur meistern, wenn wir wirklich auch das Bewusstsein haben, dass wir mit diesen 7 Milliarden Menschen auf dem ganzen Planeten, inklusive der ganzen Lebewesen, verbunden sind. Und zwar über die Luft, die wir jeden Moment ein- und ausatmen, jeden Moment. Ja, und solange wir noch immer denken, der gehört nicht zu mir und der, ich grenze mich ab, ich schütze meine Industrie und sonst was, kommen wir da nicht voran. Solange das nicht gegeben ist, wird das mit dem ganzen Klimaschutz sehr, sehr schwierig. Da bin ich realpolitisch auch Realist. Ja. Aber ich glaube, wir schaffen es und wir brauchen diesen Bewusstseinssprung. Wenn wir ihn nicht selber schaffen, dann wird die Natur in uns aufzwingen. Und das möchte ich nicht erleben. Und auch nicht für meine Kinder. Also, von daher, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mit Ingo Stadler habe ich ein schönes, dickes Buch geschrieben, aus diesen ganzen IRES-Themen heraus. Gerne weiterlesen. Arbeiten Sie an der Energiewende. Wirken Sie mit uns, dass die Sache gelingt. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Vielen Dank.